So, ganz herzlich willkommen zu unserem Silvestergottesdienst heute. Bienvenidos a nuestro servicio de fin de año. Wir freuen uns hier, dass wir als Jesuszentrum gemeinsam con Jesuszentrum y BCC Latino. So, jeden Einzelnen soll ganz herzlich willkommen sein heute. Bienvenidos a todos. Auch alle Internetzuschauer, schön, dass ihr auch dabei seid. Ganz herzlich willkommen. También bienvenidos a los que nos están viendo por Internet. Ich möchte alle hier drinnen und auch alle vor dem Computer oder vor dem Fernsehen darauf aufmerksam machen, dass wir gerne im Laufe dieses Gottesdienstes für eure Anliegen beten wollen. Quiero recordarles que oramos siempre por sus por lo que quieran. Da hinten haben wir Gebetskärtchen. Wenn du ein Anliegen hast, dann nimm dir so eine Karte, schreib dein Anliegen drauf und komm und schmeiß es in diesen Box hier vorne. Dann wollen wir für dich beten. Ahí atrás tenemos cartas. Pon por lo que quieres que oremos y ponlo aquí en esta caja. Und wenn du vor dem Computer ein Anliegen hast, dann kannst du es auch in den Kommentaren schreiben. Dann beten wir auch für dich und dein Anliegen. Y si nos estás viendo por internet, también puedes escribir en los comentarios. So, jetzt wollen wir diesen Gottesdienst einfach anfangen. Lass uns alle gemeinsam aufstehen und dann beten wir kurz und dann gehen wir einfach in eine tolle Zeit des Lobpreises. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Gracias, Señor, por este día. Komm und segne diesen Gottesdienst. Ven y bendice este servicio. Wir wollen dir begegnen, König Jesus. Te queremos, tener una confrontación contigo, weil, Señor. Weil du bist der König und dir gebührt alle Ehre. Porque tú eres el Rey y tú eres digno. Im Namen Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Du bist gut und ich danke sehr.
Great things.
above it all. Hallelujah, God. You're unshakable. Hallelujah. You have done great things. You will do them again, again. Oh, hallelujah, God. You're above it all. Über allem her. Herr, du bist derselbe gestern und heute und morgen. Halleluja. Halleluja, du änderst dich nicht. Du bist immer gleich. Immer gleich, immer gleich, immer gleich. Immer gleich gut, immer gleich groß, immer gleich stark. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Breaks the power of sin and darkness. His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder. He makes us restless and on wonder. The King of glory, the King above all kings. Amazing grace. This is unfailing love. Just get up in my place. There you go. You will lay down your life that I will be set free. Oh, Jesus, the Lord, oh, all that you've done for me. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht, da kommst du geeilt vom Himmel, voller Wade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde heiß und warm. Er durch diesen Grund des Ruhmes kam zur Krippe dort im Stall. No te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento, tú veías más allá. No pensaste en él, llegaste a mi lugar. Gloria al Padre.
Atem an, denn der Stein war weggerollt, der Tor bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche gar geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahlen alte Schriften, sie besteht in jedem Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreit er mich. Ich gebe halt ein neues Leben, weil ich Jesus Christus lebe. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré. Und vergibst geduldig.
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit von deiner Güte. Lass uns den König einfach mal anbeten. Señor, apláudele a él. Apláudele a él. Oh, él es digno. Él es digno. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an. Beautiful name it is, the name of
Death could not hold you, the veil tore before you, the silence, the boast of sin and grave. The heavens are roaring, all the praise of your glory, for you. You have no rival, you have no equal, now and forever on your reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, for yours is the reign above. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable. Halleluja, Halleluja. Lass uns Jesus einen kräftigen Applaus geben. Come on. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, er ist so gut. Halleluja. Jetzt wollen wir einfach kurz gemeinsam beten. Ich glaube, wir haben alle Grund dafür einfach, weil wir sagen können, danke Herr, oder? Vamos a orar junto para agradecerle al Señor.
die Tatsache, dass du heute da bist, dass er dich am Leben gehalten hat. El hecho de que estás aquí hoy, que estás vivo hoy. Und dass du so gut ausschaust. Y de que te veas tan bien. Können wir einfach Danke sagen, Jesus, komm. Vamos Halleluja, Jesus. Gracias a Dios. Wir danken dir, Herr, für alle gute Gaben. Te agradecemos, Señor, jede einzelne Gabe, die du uns im vergangenen Jahr gegeben hast, Herr. Por todo lo que nos diste el año pasado. Danke für Versorgung, Herr. Gracias porque proveíste por Herr, nosotros. Danke für, gracias porque nos perdonas. Danke für deine Gnade, Herr. Gracias por tu die uns ständig jeden Tag getragen hat, Herr. Que nos acompañó todos los días. Herr, danke, dass wir heute vor dir stehen dürfen, Herr. Gracias, Señor, que podemos estar hoy parado delante und bezeugen, dass du lebst, Jesus. Y ser des testigos de dass que du vives. Von den Toten auferstanden bist. Dass du der große Sieger bist, Jesus. Que eres el ganador, dass du den größten Sieg gewonnen hast, Jesus. Que tú ganaste. Und dafür wollen wir Danke sagen, Jesus. Por eso te queremos agradecer. Danke, Jesus. Gracias, Jesus. Danke, Jesus. Gracias, Jesus. Danke, Jesus. Gracias, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und wollen wir auch kurz einfach für Anliegen beten. Heute gab es keine Kärtchen in unserem Box, liche Anliegen hier drinnen. Queremos orar por lo que ustedes pidan. So, wir wollen beten. Wenn du heute mit einem Anliegen da bist und du sagst, Pastor, bete für mich, dann heb deine Hand kurz und dann wollen wir für dich und für dein Anliegen jetzt beten. Si quieres que oremos por ti, levanta tu mano y oraremos por ti. So, Vater, im Namen Jesus, in el nombre de Jesus, bitte ich dich, komm und berühre jetzt meine Geschwister hier drinnen. Toca a mis hermanos aquí. Komm und berühre jeden Einzelnen, der einfach ein Wunder braucht, Herr. Toca a todos que necesitan un milagro de ti, Señor. Der eine Berührung von dir braucht, Jesus. Todos que necesitan que tú los toques, Señor. Geh jetzt durch die Reihen, Herr. Ve y toca cada uno, Señor. Und begegne den Menschen. Schenk ihnen Heilung, Herr. Versorgung, Herr. Egal, was sie brauchen, Herr. Y sánalos, Señor. Dales todo lo que necesitan. Herr, du bist mehr als genug für uns. Dios, tú eres más que suficiente. So deshalb haben wir alles, was wir brauchen, in dir, Jesus. Y todo lo que necesitamos lo tenemos en ti, Señor. Danke für Antworten, Herr, auf alle diese Gebete, Herr Jesus. Gracias por las respuestas a todas las oraciones, Señor. Danke, Herr, dass du auch die Menschen vor den Schirmen berührst jetzt, Jesus. Gracias, Señor, que hasta tocas a los que nos están komm in den Wohnzimmer hinein, Jesus. Los que están en su sala viéndonos, egal, wo sich die Menschen befinden, komm und begegne ihnen jetzt, Herr. Sin importar dónde están, im Namen Jesus, Herr. En el nombre de Jesús. Und Herr, wir wollen auch für unsere Stadt heute beten. Wir wollen für Wien beten, Herr. Queremos orar por Viena. Komm, Herr, und begegne den Menschen in dieser Stadt, Jesus. Ven, Señor, y derrama tu gloria. Komm und errette die Verlorenen, Herr. Salva los perdidos, Señor. Suche diese Stadt heim, Jesus, mit deiner Gegenwart, Herr. Busca esta ciudad, Señor, con tu presencia. Komm und begegne den Menschen heute ganz besonders an diesem Tag, Herr. Ven, Señor, hoy en este día. Wo so viele Menschen in Alkohol hineinfliehen wollen, Herr. Hoy en este día que tanta gente se está alcoholizando. Komm und begegne ihnen dort, wo sie sind, Herr. Ve y derrama tu gloria. Offenbar dich für sie, Herr. Auf die Partys, Herr. In der Stadt, auf den Straßen, Herr. En las calles, en las fiestas, Señor. Im Namen Jesus, Herr. En el nombre de Jesús. Herr, wir wollen auch für alle Obrigkeit heute beten, Herr, wir wollen für das Parlament beten, Herr, wir wollen für die Regierung beten, Herr. Queremos orar por el Parlamento y por Herr, wir wollen sie segnen, Herr. Queremos bendecirlos. Hilf ihnen, richtige, weise Entscheidungen zu treffen, Jesus. Ayúdales a hacer las Herr, wir segnen dieses Land, Jesus. Bendecimos dieses este wunderschöne país. Österreich, Herr, este im Namen Jesus. Austria, en el nombre de Jesus. Und so wollen wir auch heute für Israel beten, Herr. Queremos orar por Israel. Herr, danke, Herr, dass wir dein Volk segnen dürfen, Herr. Gracias, Señor, que podemos Herr, wir bitten dich für sowohl die Juden als auch die Araber, die in Israel wohnen, leben, Herr. Bendecimos a los ricos y a los begegne ihnen auch, Herr. Und offenbar dich als der Messias, der schon einmal gekommen ist, Jesus. Derrama tu gloria sobre ellos y como tú el Mesías. Und so wünschen wir Jerusalem Frieden, Herr.
Y deseamos a Jerusalén paz. In deinem wunderbaren Namen beten en wir. Tu glorioso nombre, Señor. Und das Volk Gottes sagte, Amen, Amen. Jesus, danke Herr. Halleluja. Halleluja. Danke für deine Gnade, Herr. Halleluja. 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 Noch einmal ganz herzlich willkommen. So schön, dich heute hier zu sehen. Otra vez, bienvenidos. Es un placer verlos hoy. So, falls du jetzt schon sitzt oder nicht, jetzt darfst du deine Nachbarn begrüßen, und wenn du vom Jesuszentrum bist, dann bitte geh jetzt zu einem Latino hin und begrüße ganz besonders deinen Brüdern, deine Geschwister von einer anderen Congregation ahora, und umgekehrt. Ahora puedes saludar, y si eres de Jesuszentrum o de BCC Latinos, ve y saluda a los que no conoces. So schön, dass wir heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Tan precioso que podemos celebrar juntos hoy. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das machen, Jesuszentrum und Latinos, einen gemeinsamen Gottesdienst. Es la primera vez que tenemos un servicio juntos. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Estamos muy alegres por verlos hoy. Dann dürft ihr bitte Platz nehmen. Pueden sentarse. Auch alle Internetzuschauer möchte ich noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. También a todos que nos están viendo a través de Internet, bienvenidos. So schön, euch dabei zu haben. Muy lindo tenerlos aquí. Wir sind ja zwei verschiedene Congregations vom Vienna Christian Center. Wir sind Teil der Freikirchen in Österreich. Somos dos congregaciones diferentes y somos partes de la freikirchliche Gemeinde. Sowohl die deutschsprachige Gruppe als auch die spanisch sprechende Gruppe. Los que hablan alemán y español. Und wir sind eine anerkannte Kirche hier in Wien und in Österreich. Y somos una iglesia establecida en Viena y Austria. Sollten wir sind oder was wir tun und so weiter, schreib es einfach in unseren Kommentaren, und wir würden uns freuen, in Kontakt mit dir kommen zu können. Si tienes preguntas de quiénes somos y qué hacemos, puedes preguntar en los comentarios y te respondemos. Schön. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Feiertage gehabt, dass ihr alle gemeinsam oder getrennt in den Familien auch Weihnachten gefeiert habt. Espero que hayan tenido días de festivos muy bonitos y hayan celebrado Navidad. Und heute ist eben der letzte Gottesdienst vom 2022. Hoy es el último día de 2022. Und wir freuen uns eben, dass wir hier sein können. Danach, für alle, die sich angemeldet haben, haben wir auch die Feier gemacht. Después, para todos que se anmeldaron, también tenemos una fiesta. Solltest du für die Feier noch nicht angemeldet sein, dann glaube ich, kannst du einfach zu Johannes auch hingehen. Und dann kannst du dich auch anmelden, und dann bist du auch bei der Feier nachher dabei. Si aún no te anmeldaste para la fiesta, puedes ir a ver Johannes y él te ayudará. Super, dann wollen wir auch heute die Kollekte einheben. Darf ich bitten, dass die Ordner nach vorne kommen? Hoy vamos a
colectar las, los diezmos y las ofrendas. Denke, wie ich schon im Gebet erwähnt habe, y como he mencionado en la oración, dass wir heute einfach eine Kollekte, eine Spende, unseren Zehnte, unser Opfer einfach als Dankbarkeit dem Herrn geben wollen, oder? Hoy por agradecimiento queremos darle nuestra ofrenda al Señor. Wir sind alle da. Todos estamos aquí. Wir haben alle die letzten drei Jahre Pandemie oder Nicht-Pandemie überlebt, oder? Sobrevivimos los últimos tres años de pandemia. Und uns geht's gut, oder? Y estamos bien. Halleluja, in Jesus Christus haben wir mehr als genug. Amen. En Jesucristo tenemos más que suficiente. Er ist mehr als unsere Quelle. Él es más que nuestra fuente. Er ist der gute Hirte. Él es el pastor bueno. Und er kümmert sich um alle unsere Bedürfnisse. Y a él le importan nuestras necesidades. Wenn du das heute und du kannst das heute bezeugen, y puedes ser testigo du kannst sagen, ja Herr, ich weiß das, weil ich habe dich kennengelernt, ich kenne dich Herr, y puedes decir, sí, Señor, sí, los kannst du heute eine Gabe, dein Zehnten, dein Opfer in die Mission geben, aus Dankbarkeit und im Glauben geben. Entonces, hoy por agradecimiento y fe, puedes dar tus diezmos y tus ofrendas. Dann kannst du zum Herrn sagen, ich weiß, Herr, y puedes decirle al Señor, yo genauso sé, wie du im Jahr 2022 treu zu mir und meiner Familie gewesen bist, así como fuiste fiel este año 2022 a mí y a mi familia, so wirst du auch in das neue, in das kommende Jahr genauso treu zu mir sein. Amen. Así mismo de fiel serás en el año que viene. Amen. Weil die Bibel sagt, la Biblia dice, der Herr ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Que el Señor es el mismo hoy, mañana y por siempre. Und das ist so fantastisch bei unserem lebendigen Gott, dem dreieinigen Gott. Y eso es tan milagroso. Er ändert sich nicht, er ist dasselbe, Amen. Él es el mismo, Amen. Auf ihn können wir uns, dürfen wir uns verlassen. Podemos confiar en él. Er war gut gestern. Er ist, bueno ayer. Er ist gut heute. Er, ist bueno hoy. Er wird auch morgen gut zu uns sein. Amen. Mañana también lo wenn será. Du das glaubst und wenn du dankbar bist, dann kannst si crees en eso y eres agradecido, hoy puedes dar tus diezmos y tus ofrendas. Aus Dankbarkeit zu ihm. Por agradecimiento a él. Folgendes. Heute ist es ganz wichtig, dass wenn du Bargeld mitgenommen hast, lo siguiente, si trajiste dinero en efectivo, dass du das Geld in so einem Kuvert hineinlegst. Puedes poner tu dinero en lo que está en las sillas. Weil wir sind hier jetzt heute zwei congregations. Porque somos dos congregaciones. Und wenn du zu Jesus Zentrum gehörst, y si eres parte de Jesus Zentrum, dann kreuzt du Jesus Zentrum an. Es gibt verschiedene Alternativen auf dem Kuvert auf der Vorderseite. En el sobre puedes poner de cuál congregación eres. Wenn du zu den Latinos gehörst, y si eres parte de dann kreuzt du Latinos an. Auch draufschreiben, für welchen Zweck es ist, falls es dein Zehnten ist, Mission oder Opfer oder was auch immer es ist. Y también puedes poner el propósito de tus diezmos. So bitte heute kein Bargeld nur hineinschmeißen, unbedingt in ein Kuvert hineinlegen. Así que por favor, si tienen dinero en efectivo, pónganlo en el sobre. Und wie jedes Mal, falls du heute kein Bargeld mitgenommen hast, y si hoy no traes dinero en efectivo, da hinten gibt es einen Bankomat. Atrás tenemos un Bankomat. Da kannst du mit deiner Kreditkarte oder deiner Bankomatkarte auch geben. Y puedes dar tus diezmos y ofrendas con und hinten die stehen dir auch zur Verfügung und sie helfen dir sehr gerne. Y los que están allá atrás te pueden ayudar. Da schreibst du auch drauf, von welcher Congregation du bist, okay? También pones de cuál congregación. Vielen eres. Herzlichen Dank für eure Treue beim Geben. Muchísimas gracias por su fidelidad. Gottes Segen beim Geben. Bendiciones. Nachdem wir gegeben haben, después de que damos, dann wird Pastor Carlos kommen, um das Wort Gottes für uns zu verkündigen. Va a venir Pastor Carlos y va a predicar la palabra de Dios. Amen. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. 'Cause all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as my best friend. I have lived in the goodness of my God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am of the goodness of God. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Gracias, Señor, porque tú eres buena. Danke, Herr, weil du gut bist. Tu fide es para siempre. Deine Treue ist für immer. Y esta noche. Und heute Nacht. Y cada día. Und jeden Tag im nächsten Jahr. Vamos a cantar de tu fidelidad. Werden wir über deine Treue singen. Vamos a alabarte por tu bondad. Werden wir dich loben, für, weil du gut bist. Y nuestro corazón. Unser Herz se alegrará, wird sich freuen, por tu bondad, weil
du gut zu uns y tu bist fidelidad. Und treu bist. El Señor es bueno. Der Herr ist gut. Amen. Amen. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gib ihm einen großen Applaus. Qué bueno es estar esta noche con cada uno de ustedes. Wie schön heute bei euch zu sein. Y Martin, tenemos que repetirlo. Und Martin, wir müssen das wiederholen. Hoy he aprendido más alemán que en los tres años que llevo aquí. Und ich habe mehr Deutsch gelernt als den letzten drei Jahren, die ich schon hier bin. Y lo que quiero, el mensaje que quiero compartir esta noche. Und die Nachricht, die ich heute mit euch teilen möchte. Está titulado No olvides recordar. Hat den Titel Vergiss nicht, dich zu erinnern. Sí, les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Bitte steht auf, um das Wort Gottes zu lesen. Y yo lo voy a leer en español y luego Sarita lo va a leer en alemán. Pastor Carlos wird es auf Spanisch vorlesen und ich auf Deutsch. Okay, so la palabra que vamos a leer hoy está en Marcos 8, 14, 21 y dice así. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7 concluyó. ¿Y todavía no entienden? Wir lesen aus Markus 8, Vers 14 bis 21. Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen, sodass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Jesus warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil er das Brot vergessen hat. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr denn nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen, wie ich die 5 Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Sie antworteten, 12. Oder denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworteten, 7 Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht? Fragte Jesus. Oremos. Beten wir. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst zu verstehen. Te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento. Wir bitten dich, dass du unser Verständnis heute öffnest. In nuestro corazón. Und unsere Herzen, para que podamos escuchar tus palabras, damit wir deine Worte hören können y salgamos de aquí transformados, und wir von hier transformiert rausgehen können, por el poder de tu palabra y el de tu espíritu, weil deine Worte mächtig sind. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Pueden sentarse. Ihr könnt euch setzen. Así que en esta historia Jesús está en una barca con sus discípulos. In dieser Geschichte ist Jesus auf einem Boot mit seinen Jüngern. Y los discípulos se suben a la barca y se dan cuenta que olvidaron el pan. Und die Jünger steigen ins Boot und merken, dass sie das Brot vergessen haben. Jesús los mira y les dice, Jesus schaut sie an und sagt ihnen, tengan cuidado con la levadura y con los fariseos y con Herodes. Seid vorsichtig mit dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Y los discípulos están como, ¿de qué estás hablando, Jesús? Und die Jünger fragen sich, worüber sprichst du, Jesus? Nosotros estamos en el barco. Tú estás en el barco. Du bist im Boot. El pan está en el barco. Das Brot ist im Boot. Pero Herodes. Aber Herodes. Y los fariseos. Und die Pharisäer. ¿Por qué hablas de ellos en el barco? Warum sprichst du über sie, währenddessen wir im Boot sind? Ahora, este es
el clásico Jesús siendo completamente Dios. Nun, das ist der klassische Jesus, ganz Gott zu sein. Teniendo conversaciones con seres humanos normales. Gespräche mit Menschen zu führen, und manchmal sind diese Gespräche schwer zu verstehen. Y algunas veces esas conversaciones son difíciles de entender. Und sie sind manchmal schwer zu verstehen. No sé si recuerdan a Jesús hablando con su madre María. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie Jesus mit der Mutter Maria gesprochen el hat. Primer milagro de Jesús. Das erste Wunder von Jesus. Están en una boda, en una fiesta. Er war auf einer Hochzeit. Y el vino se acaba. Und der Wein war aufgebraucht. Ja, kaputt. Y María le dice a Jesús, vamos, haz algo. Und Maria sagt zu Jesus, komm, tu etwas. Se acabó el vino. Wir haben keinen Wein mehr. Y la respuesta de Jesús es, todavía no es mi tiempo. Und die Antwort von Jesus ist, es ist noch nicht meine Zeit gekommen. ¿Y qué tiene que ver el tiempo con el vino? Und was hat die Zeit mit dem Wein zu tun? Jesús siendo completamente Dios. Jesus ist natürlich komplett Gott. Sabe que el vino es la representación de su sangre. Er weiß, dass der Wein sein Blut repräsentiert. Y todavía no ha llegado el tiempo para de- Und es ist noch nicht die Zeit gekommen, sein Blut aufzugeben. Okay. Y no hay manera de que se pueda acabar el vino o su sangre porque él es eterno. Und es kann nicht sein, dass der Wein oder sein Blut ausgeht, weil er ewig ist. No estaba hablando del vino. Wir sprechen nicht über den Wein. Él estaba pensando en su sangre. Er hat an sein Blut gedacht. Ahora Jesús está hablando de el pan. Und jetzt spricht Jesus vom Brot. Él es el pan de vida. Er ist das Leib Gottes. Y aún así, los discípulos se confunden. Haben die Jünger sich vertan. Y empiezan a hablar entre ellos. Debiste haber traído más pan. Und sie sprechen gegenseitig und sagen, du hättest mehr Brot bringen sollen. Seguramente de eso es que Jesús está hablando. Und darüber spricht Jesus. Y Jesús dice, no, 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 no estoy hablando de ese pan, estoy hablando de yo, el pan. Und Jesus sagt, ich spreche nicht über das Brot, das ihr kennt, sondern über mich, das Brot. Pero si quieren hablar de este pan, aber wenn, vamos a hacerlo. Aber wenn ihr über dieses Brot sprechen wollt, dann tun wir es. ¿Están preocupados por un pedazo de pan? Macht ihr euch Sorgen um ein Stück Brot? ¿No recuerdan cuando alimentamos 5,000? Erinnert ihr euch nicht daran, als wir 5,000 Menschen ernährt haben? ¿Cuántos panes tenían? Wie viele Brote habt ihr gehabt? Cinco. Fünf. ¿Y cuántos panes recogieron después? Und wie viele Brote habt ihr danach aufgesammelt? 12 canastas o cestas llenas. 12 Körbe voll. Y cuando alimentamos a los 4,000? Und als wir die 4,000 ernährt haben, ¿cuántos panes tenían? Wie viele Brote habt ihr gehabt? 7. 7. 7. Ja. Und wie viele Körbe habt ihr aufgesammelt? 7 también. Auch 7. ¿Todavía no entienden? Versteht ihr noch immer nicht? No se trata de el pan. Es geht nicht um das Brot. No importa si solamente hay un pedazo de pan en el barco. Es ist egal, ob es nur ein Stück Brot gibt. Porque si yo estoy en el barco, denn wenn ich im Boot bin, todo va a estar bien. Wird alles in Ordnung sein. So, aquí está mi problema con los discípulos. Und hier ist mein Problem mit den Jüngern. Jesús hizo el milagro de alimentar a la multitud dos veces. Jesus hat das Wunder vollbracht, die Menschenmenge zweimal zu ernähren. La primera vez, la mayoría de nosotros lo conocemos. Das erste Mal, wir kennen alle die Geschichte. Alimentaron a 5,000 Menschen wurden ernährt. 5 panes. 5 Brote. 2 peces. 2 Fische. Y la primera vez. Und beim ersten Mal. Está bien, los discípulos están nerviosos. War es in Ordnung, die Jünger waren nervös. Estaban preocupados. Sie waren besorgt. Seguro estaban sudando, diciendo, no va a haber suficiente. Sie haben sicher geschwitzt und gesagt, es wird nicht genug geben. Pero Jesús obra un milagro. Doch Jesus vollbrachte ein Wunder. Y finalmente se dan cuenta, okay, todo va a estar bien. Und dann merkten sie, alles wird in Ordnung sein. Pero meses más tarde. Doch nach ein paar Monaten. Están en el mismo escenario. Sind sie im selben Geschehen. Jesús se da cuenta de que hay gente y hay necesidad. Jesus merkt, es gibt Menschen in Not. Y les dice, esas personas necesitan comer. Und er sagt, diese Menschen müssen essen.
Ellos deberían haber respondido, ah, ya sé, habíamos estado aquí. Sie hätten antworten sollen, ah, wir sollten hier sein. Ya hemos hecho esto. Das haben wir schon getan. Vamos a buscar los panes. Suchen wir die Brote. ¿Dónde está el niño con los panes? Wo ist das Kind mit dem Brot? Ya hemos estado aquí antes. Wir waren schon einmal ya sabemos hier. Nuestra lección. Wir kennen. ¿Para qué vamos a estresarnos? Warum sollen wir uns stressen? ¿Para qué vamos a preocuparnos? Warum sollen wir uns Sorgen machen? Pero se volvieron a preocupar. Doch sie haben sich wieder Sorgen gemacht. Y estaban preocupados. ¿Y dónde está el pan? Sie waren besorgt und haben gefragt, wo ist das Brot? Lo vamos a hacer? Wie werden wir es tun? Esos discípulos, ¿verdad? Diese Jünger. Pero nosotros somos como ellos. Doch wir sind wie sie. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas antes. Gott hat schon früher Wunder in unsere esta pandemia los últimos años. Inmitten in dieser Pandemie die letzten Jahre. Año tras año. Jahr nach Jahr. Hemos visto la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Haben wir gesehen, wie die Hand Gottes für uns ein Wunder macht. Amén. Sí, pero a veces olvidamos la bondad y la fidelidad de Dios. Doch manchmal vergessen wir die Güte und die Treue Gottes. Olvidamos recordar. Wir vergessen uns zu erinnern. Olvidamos recordar que Jesús alimentó primero a los 5000. Wir vergessen uns zu erinnern, dass Jesus zuerst die 5000 ernährt y hat. Y luego a los 4000. Und danach die 4000. ¿Y por qué es importante esto? Und warum ist das wichtig? Si vas a tomar nota, lo primero que quiero decirte es que si Dios hizo un milagro una vez, Él tiene el poder de hacerlo de nuevo. So, wenn du Notizen machst, dann möchte ich dir sagen, schreib auf, wenn Gott einmal ein Wunder getan hat, hat er die Macht, es noch einmal zu tun. Y esas son buenas noticias. Und das sind gute Nachrichten. Necesitan estar alegres por estas noticias. Ihr solltet euch freuen wegen dieser Nachricht. ¿Alguna vez has visto a Dios obrar un milagro? Hast du schon mal gesehen, wie Gott ein Wunder vollbracht hat? ¿Alguna vez has visto, has escuchado que Dios ha hecho un milagro? Hast du gehört, dass Gott ein Wunder vollbracht hat? Necesitas entender que Dios tiene el poder para hacerlo de nuevo. Du musst verstehen, dass Gott die Macht wieder zu vollbringen. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por Dios? Wie viele von euch haben Heilung vom Herrn bekommen? Si Dios te sanó una vez, Él puede hacerlo de nuevo. Wenn Gott dich einmal geheilt hat, kann er es noch einmal tun. Si Dios abrió una puerta una vez, Él puede hacerlo de nuevo. Wenn Gott einmal eine Tür geöffnet hat, kann er sie noch einmal öffnen. Si Dios te dio provisión, wenn Gott dir Segen gibt, Dirección, Richtung, die Richtung gibt, Protección, Schutz, Paz, Frieden, Sabiduría, Weisheit, Justicia, Gerechtigkeit, él puede, de nuevo. Er kann es wieder tun. Escúchame esta noche. Hör mir zu heute Nacht. No permitas, erlaube nicht, que la situación del mundo en el que vivimos, dass die momentane Weltlage, la pandemia, die Pandemie, la guerra, und der Krieg, la crisis, die Krise, la inflación, die Inflation, los ponga nerviosos, uns nervös macht, les haga dudar del poder de nuestro Dios, oder in Frage stellt die Macht Gottes. Porque si Dios lo hizo una vez, doch wenn Gott es einmal getan hat, Él puede hacer es wieder tun. Amén. Amén. Me encanta lo que dice Juan 16. Mir gefällt, was in Johannes 16, Vers 33 steht. Jesús nos habla a nosotros. Jesus spricht zu uns. Y dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Und er sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. En este mundo afrontarán aflicciones. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Pero anímense. Aber lasst euch nicht entmutigen. Yo he vencido. Ich habe diese Welt besiegt. Algunos de ustedes necesitan recordar la historia de las cosas que Dios ha hecho por ustedes. Einige von euch müssen sich an die Geschichte von all den Dingen erinnern, aus denen Gott euch herausgeholt hat. Todas las cosas que Él ha hecho. Alle Dinge, die er vollbracht hat. Y recordar lo que Él ha hecho por ti. Und ihr müsst euch daran erinnern, was er für euch getan hat. Debería darte la fuerza. Und es sollte dir die Kraft geben. Y la fe. Und den Glauben. Para enfrentar este nuevo año. Um dieses neue Jahr zu
begegnen. Porque si él lo hizo una vez, wenn er es einmal getan hat, él puede hacerlo kann er es noch einmal tun. Ahora, todos tenemos miedo del futuro. Sí, todos tenemos miedo del futuro. Wir haben alle Angst vor der Zukunft. Es natural. Es ist natürlich. Nos da miedo porque no tenemos el control. Es macht uns Angst, weil wir nicht die Kontrolle haben. No sabemos qué va a pasar. Wir wissen nicht, was passieren wird. No sabemos qué va a pasar con nuestra familia. Wir wissen nicht, was mit unserer Familie passieren con wird. Nuestros amigos. Mit unseren Freunden. Con el precio de la gasolina. Mit den Preisen des Benzins. Con los trabajos. Mit der Arbeit. Con nada. Gar nichts. No controlamos nada. Wir kontrollieren überhaupt nichts. Sí. Ja. Y darnos cuenta de esto, und indem wir das begreifen, debería llevarnos a confiar aún más en Dios. Sollten wir umso mehr Gott vertrauen. Porque tal vez tú y yo no tenemos el control de nuestro futuro. Vielleicht haben du und ich nicht die Kontrolle über unsere Zukunft. Pero Dios sí lo tiene. Aber Gott schon. Y lo que quiero decirles esta noche, was ich euch heute Nacht sagen möchte, al enfrentar un año nuevo, wenn ihr dieses neue Jahr begegnet, con tanta incertidumbre, und mit so viel Ungewissheit, sin saber lo que va a pasar, ohne zu wissen, was passieren wird, recuerda la fidelidad de Dios. Erinnert Gottes. Porque recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos permite confiar en Dios en el presente. Die Erinnerung an Gottes Treue in der Vergangenheit lässt uns auf die Gegenwart vertrauen und lenkt unser Handeln in die Zukunft. Al entrar a este nuevo año 2023, wenn du in das neue Jahr 2023 recuerda eintretest, la fidelidad de Dios. Denke an die Treue Gottes. Ahora, ¿qué necesitas recordar? Woran musst du dich erinnern? ¿Recuerdas un momento en el que Dios actuó a tu favor? Vielleicht ist es ein Moment, in dem Gott kraftvoll für dich gehandelt hat. Donde no había forma de que nada pudiera pasar. Und es gab keine Möglichkeit. Donde estabas al final del camino. Es gab keine Türen. No habían opciones. Es gab keine Optionen. Y Dios abrió una puerta para ti. Und Gott hat dir eine Tür geöffnet. Necesitas recordar ese momento. Du musst dich an diesen Moment erinnern. Y recordar su fidelidad. Und dich an seine Treue erinnern. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Kann ich euch ehrlich sein? Todos pasamos por momentos en donde estamos muy conectados con Dios. Wir haben oft alle Momente, wo wir uns sehr verbunden zu Gott fühlen. Cerca de Dios, wir sind nah zu Gott, orando todos los días, wir beten jeden siente Tag, su presencia, wir fühlen seine Präsenz. Pero hay otros días en donde como que Dios, es gibt andere Tage, an denen wir fühlen, dass wir Gott distanziert sind. Y es en esos momentos cuando creemos que Dios está distante, und in diesem Moment glauben wir, dass Gott distanziert ist, que comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. Und wir fangen an zu zweifeln, die Treue Gottes zu verzweifeln. Y preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Und wir fragen, wo bist du, Gott? Cuando eso pase, wenn das passiert, lo que necesitas hacer, was du tun sollst, es recordar la fidelidad de Dios en el pasado, dich an die Treue Gottes zu erinnern in der Vergangenheit, las cosas que él ha hecho, die Dinge, die er getan hat, porque esa seguridad nos permite confiar en el presente. Denn dadurch können wir an die das Jetzt glauben. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos, doch was wir oft tun ist, en vez de recordar la fidelidad de Dios, anstatt uns zu erinnern, wie treu Gott war, recordamos todas las cosas incorrectas. Erinnern wir uns an die falschen Dinge. Nosotros sabemos que es importante recordar. Wir wissen, es ist wichtig, uns zu erinnern. Pero no lo hacemos. Doch wir tun es nicht. Si tú eres un poquito como yo, wenn du ein bisschen so wie ich bist, mi esposa me llama generalmente, meine Frau ruft mich oft an, y me dice, Carlos, ¿puedes pasar por el supermercado y comprar estas cuatro cosas? Und sagt, Carlos, kannst du in den Supermarkt fahren und diese vier Dinge einkaufen? Me dice cuáles son las cuatro cosas. Und sie sagt mir, was die und fragt mich. ¿Necesitas lo escribiste o necesitas que te mande un mensaje? Hast du es aufgeschrieben oder soll ich dir eine Nachricht schreiben? No, cuatro cosas. Nein, es sind doch nur vier Dinge. Tranquila. Beruhig dich. Yo lo recuerdo. Ich erinnere mich. Llego al supermercado. Und ich bin im Supermarkt. Agarro la leche. Ich nehme die Milch. El Käse. Den Käse. Brot. Das Brot. Pan. Y después
Y viene el momento en el que tienes que hacer esa llamada humillante. Und es kommt der Moment, an dem du diesen demütigen Anruf tätigen musst. Donde tienes que decirle, mi amor. Und du musst fragen, Liebling. Tengo la leche. Ich habe die Milch. Tengo el pan. Ich habe das Brot. Tengo el queso. Ich habe den Käse. ¿Qué era la otra cosa que me dijiste? Was war das letzte Ding? No lo escribiste, ¿verdad? Das ist nicht aufgeschrieben, stimmt's? No siempre recordamos lo que necesitamos recordar. Wir erinnern uns nicht immer an, was wir uns erinnern sollten. Y estos milagros de alimentar a multitudes. Und diese Wunder, die Mehrheiten zu ernähren. Necesitamos mirarlos. Wir müssen darauf zurückschauen. No solo porque Jesús lo hizo dos veces. Nicht nur, weil es Jesus zweimal getan hat, sino porque está en todos los evangelios. Sondern weil es in allen Evangelien steht. Mateus, Marcos, Lucas, Juan. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Todos hablan de la alimentación de las multitudes. Alle sprechen von der Speisung der Menge. Es el único milagro que aparece en todos los evangelios. Es ist das einzige Wunder, das in allen Evangelien erwähnt wird. Además de la resurrección de Cristo. Außer der Wiedererstehung Christi. Eso significa que es importante. Also bedeutet das, es ist wichtig. Pero también, número dos. Das bedeutet aber auch, Nummer zwei. Significa que Jesús no solo se preocupa por mi alma. Jesus kümmert sich nicht nur um meine Seele. También se preocupa por mi necesidad. Er kümmert sich auch um meine Not. Y qué maravilloso saber. Wie wunderbar ist es zu wissen, que Jesús no solamente está preocupado por mi condición espiritual, dass Jesus nicht nur den Zustand sich um den Zustand meiner Seele kümmert, por la condición de mi alma, um den Zustand meiner Seele, sino que también se preocupa por mis circunstancias, sondern sich auch um meine Umstände kümmert. Lo que sea que estás enfrentando ahora, was auch immer du durchmachst, lo que sea que estés pasando hoy, was auch immer du momentan oder heute durchmachst, du necesitas saber que Jesús se preocupa por eso. Du musst wissen, dass Jesus sich darum sorgt. ¿Puedo decirte algo? Kann ich dir etwas sagen? Si te importa a ti, wenn es dir wichtig ist, le importa a Dios. Dann ist es Gott auch wichtig. Familie dir wichtig. A Dios le importa tu familia. Dann ist Gott deine Familie auch te importa wichtig. Tu trabajo. Ist dir deine Arbeit wichtig? A Dios también le importa tu trabajo. Dann ist Gott auch deine Arbeit wichtig. Si le importa a ti, wenn es dir wichtig ist, a Dios también le importa. Dann ist es Gott auch wichtig. A Dios le importan las cuentas por las que estás preocupado, las facturas. Gott sorgt sich auch für die Rechnungen, um die du besorgt bist. Él está preocupado por tu ansiedad. Er sorgt sich um deine Depression. Por tu depresión, por tu alma. Er sorgt sich um deine Seele. Él se preocupa por tu necesidad. Er sorgt sich um deine Not. Jesús tiene el poder de cautivar a miles de personas. Jesus hat die Macht, tausende Leute um sich um tausende Leute zu kümmern. Él está predicando y se da cuenta de que la gente necesita comer. Er predigt und merkt, die Leute müssen etwas essen. Tienen hambre. Sie haben Hunger. ¿Cuántos tienen hambre? Wie viele haben Hunger? Y Jesús predica por horas y horas y horas. Und Jesus predigt Stunden und Stunden und Stunden lang. Yo voy a seguir su ejemplo. Ich werde wie er sein. Por las próximas seis horas voy a estar aquí also predicando die nächsten y predigen. Pero este milagro nos muestra que Dios se preocupa. Und dieses Wunder zeigt uns, dass Jesus sich um uns sorgt. Miles de personas se olvidaron que tenían hambre porque Jesús predicaba tan bien. Tausende Menschen haben vergessen, dass sie Hunger hatten, weil Jesus so gut predigte. Du sabes que estás predicando bien cuando la gente se le olvida el hambre. Du weißt, dass du gut predigst, wenn die Leute vergessen, dass sie Hunger haben. Esa es la prueba de fuego hoy. Das wird meine Probe heute sein. Vamos a ver cuánto los puedo hacer esperar. Mal sehen, wie lange ich euch warten lassen kann. La gente no estaba pensando en comer. Die Leute haben nicht an das Essen gedacht. Solo querían escuchar a Jesús. Sie wollen nur Jesus zuhören. Pero incluso mientras Jesús está predicando. Doch sogar als Jesus gebetet Jesús se da cuenta.
Merkte Jesus. Necesitan comer. Sie müssen essen. Tienen hambre. Sie haben Hunger. Él se preocupa por tus necesidades. Er sorgt sich um deine Not. Pero también es un mandato para la iglesia. Und es ist auch ein Aufruf an die Kirche. De que nosotros debemos reflejar el carácter de Jesús. Und wir sollten den Charakter Jesus widerspiegeln. Y damos gracias a Dios por esta iglesia, por VCC. Wir danken Gott für diese Kirche, VCC. Que no somos una iglesia que solamente predica el evangelio. Dass wir nicht nur eine Kirche sind, die nur das Evangelium predigen. Sino que también nos preocupamos por la condición y las necesidades de las personas. Sondern dass wir uns auch um die Umstände und die Not von unseren Geschwistern kümmern. Por eso abrimos el café cada semana para atender a los refugiados de Ucrania. Jede Woche geöffnet, um die Ukrainer zu bedienen. Por eso me encanta, por eso trabajamos con habitantes de calles para alimentarlos. Und wir arbeiten mit den Menschen aus der Straße, um ihnen Essen zu geben. Predicamos. Wir predigen. Y hacemos. Und wir tun. Ahora, lo que quiero hacer, was ich tun möchte, ist algo muy rápido, etwas sehr Schnelles. Yo no sé si ustedes recuerdan en las revistas, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Habían dos fotos, in der Zeitung gab es immer so zwei Fotos y un nebeneinander. Título que decía, mira las diferencias entre las fotos. Und ein Titel, wo stand, merke den Unterschied an beiden Fotos. Sí, lo han visto. Habt ihr schon was, okay, schon mal gesehen? Lo que quiero hacer es que veamos estos dos milagros. Und ich möchte, dass wir uns diese zwei Wunder anschauen. Para que entendamos lo que necesitamos recordar. Um zu verstehen, woran wir uns erinnern müssen. Sí. Lo primero es que en ambos milagros había mucha gente. In beiden Wundern gab es sehr viele Leute. A ver, todos digan mucha gente. Sagt alle viele Leute. No, en español, mucha gente. Mucha gente. Okay, mucha gente. 5,000 y 4,000. Pero eso es sin contar los hombres, las mujeres ni los niños. Und da wurden nicht die Frauen und die Kinder mitgezählt. Así que posiblemente era el doble o el triple. Also könnte es das Doppelte oder das Dreifache sein. 15,000, 20,000 personas. 15,000, 20,000 Personen. Mucha gente. Viele Leute. Y mucha gente es un gran problema. Und viele Leute sind ein großes Problem. ¿Cuántos de ustedes saben que donde hay gente hay problemas? Wie viele von euch wissen, wo viele Leute sind, gibt es viele Probleme. Y todos los pastores decimos amén. Alle Pastoren sagen amén. Y eso me lleva al tercer punto. Und das bringt mich zum dritten Punkt. No olvides. Vergiss nicht. Que fuimos llamados a las personas. Dass wir zu den Menschen gerufen wurden. La iglesia de Cristo. Die Kirche Christus. Fue llamada a las personas. Wurde zu den Personen gerufen. Eso significa que fuimos llamados a los problemas también. Das heißt, dass wir auch zu den Problemen berufen había wurden. Mucha gente. Es gab viele Leute. Y había muchos problemas. Viele Probleme. No se puede separar los problemas de la gente. Man kann die Menschen von den Problemen nicht trennen. Van juntos. Sie gehen miteinander. Y todos los que están diciendo, und viele und alle, die sagen, ay, yo no quiero ver más personas. Ich möchte keine Menschen mehr yo quiero sehen. Estar solo. Ich möchte alleine sein. Déjame recordarte algo. Lass mich dich erinnern. Aún te tienes a ti. Du hast noch dich selbst. Tú eres una estar en lockdown. Das hat uns gezeigt, im Lockdown zu sein. La gente estaba cansada de ellos mismos. Die Leute hatten sich selber satt. Pero no podemos olvidar. Doch wir können nicht vergessen. Que estamos llamados a las personas. Dass wir zu den Menschen berufen sind. Y eso significa que estamos llamados a los problemas. Und das bedeutet, wir sind auch zu den Problemen berufen. Pero gracias a Dios. Doch Gott sei Dank. La vacuna. Haben du und ich die Impfung. La respuesta. Die Antwort. En ambos milagros. In beiden Wundern. La compasión. Das Mitgefühl fue lo que movilizó el catalizador, lo que hizo que sucediera el milagro. Wegen dem Mitgefühl, das Mitgefühl hat das Wunder bewegt. En la primera, en la alimentación de los 5,000, bei der Speisung der 5,000, Jesús se sintió movido a compasión porque los vio como ovejas sin pastor. War Jesus vom Mitgefühl bewegt, weil sie als Schafe ohne Hirten sah. Y en la alimentación de los 4,000,
Bei der Speisung der 4000. Jesús les dice a sus discípulos, sagte zu seinen Jüngern, tengo compasión de esta gente. Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. En la Biblia, es ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, que Jesús dice verbalmente, tengo compasión. An denen Jesus verbal sagt, ich habe Mitleid. En un momento la compasión lo lleva a mover su vida. An einem Punkt ruft ihn Mitgefühl dazu auf, sein Leben bewegen. Y en la otra la compasión lo lleva a mover sus labios y decirlo. Und im nächsten Moment ruft ihn Mitgefühl, seine Lippen zu bewegen Pero und es zu sagen. Compasión no puede ser solamente un sentimiento. Doch Mitgefühl kann nicht nur ein Gefühl sein. Necesitamos pasar a la acción. Wir müssen etwas tun. Dios nos está llamando a hacer algo. Gott beruft uns, etwas zu tun. ¿Queremos ver milagros? Wir wollen Wunder sehen. La compasión es necesaria. Mitgefühl ist notwendig. Necesitamos compasión para ver milagros. Wir brauchen Mitgefühl, um Wunder zu sehen. Nosotros como cristianos tenemos que ser un pueblo. Wir als Christen müssen ein Volk sein, que tenemos compasión, das Mitgefühl hat, que se preocupa, das sich sorgt, pero también actúa. Und das auch tut. Y también me pareció curioso que en ambos milagros los discípulos estaban haciendo las preguntas equivocadas. Und es ist sehr interessant, wie die Jünger bei beiden Wundern die falschen Fragen gestellt haben. Va a aparecer en las pantallas. Es wird auf dem Bildschirm gezeigt Pero werden. La preocupación Doch die Sorge es el resultado ist das Resultat de hacer las preguntas equivocadas. Von die falschen Fragen zu stellen. Los discípulos miraron a las personas y empezaron a preguntar. Die Jünger sehen die Menschen und fragen. ¿Cómo podemos conseguir pan para esta gente? Wie können wir Brot für diese Leute finden? ¿Cómo podemos conseguir dinero para alimentarlos? Wie können wir Geld finden, um sie zu ernähren? En el otro milagro, im nächsten Wunder, vieron a las personas, sehen sie die Menschen, y se preguntaron, ¿cómo podemos conseguir pan en este lugar? Und fragten sich, wie können wir hier Brot finden? Preguntas equivocadas. Die falschen Fragen. Y la preocupación, und die Sorge, es el resultado, ist das Resultat, de hacer las preguntas equivocadas. Die falschen Fragen zu stellen. Pastor Carlos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pastor Carlos, wo steht das in der Bibel? Mateo 6:31-33. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Así que no se preocupen diciendo. Macht euch also keine und fragt nicht, was werden wir genug zu essen haben? O que beberemos o con qué nos vestiremos? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Las preguntas equivocadas. Das sind die falschen Fragen. Las preguntas equivocadas nos llevan a la preocupación. Und die falschen Fragen machen, dass wir Sorgen haben. Me pregunto si la razón por la que sientes preocupación. Ich frage mich, warum ihr besorgt seid. Es porque estás haciendo las preguntas equivocadas. Wahrscheinlich, weil du die falschen Fragen stellst. Empieza un nuevo año. Ein neues Jahr beginnt. Y nos preguntamos. Und wir fragen uns. ¿Y si hay otro lockdown? Und wenn es noch einen Lockdown geben wird. ¿Qué pasa a la casa? Was ist, wenn die Kinder wieder zu Hause sind? ¿Y qué pasa con la guerra? Was ist mit dem Krieg? Se va a terminar. Wird er endlich enden? ¿Y la gasolina? Und der Benzin? ¿Y la inflación? Und die Inflation? ¿Qué voy a hacer con las facturas? Was mache ich mit den Rechnungen, ¿Y si pierdo mi trabajo? Und wenn ich meine Arbeit verliere? Preguntas equivocadas. Das sind die falschen Fragen. No digo que no sean importantes. Ich sage nicht, dass sie nicht wichtig wären. Pero la preocupación es el resultado de hacer las preguntas equivocadas. Doch Sorge entsteht, wenn man die falschen Fragen stellt. Y en ambos milagros los discípulos hicieron las preguntas equivocadas. Und bei beiden Wundern haben die Jünger die falschen Fragen gestellt. Pero Jesús hizo una pregunta mejor. Doch Jesus hat eine bessere Frage gestellt. Y esta es la pregunta que hizo en ambos milagros. Die Frage, die er bei beiden Wundern gestellt hat. ¿Están listos? Seid ihr bereit? ¿Cuántos panes tienen? Wie viele Brote habt ihr? ¿Y sabes el poder de esa pregunta? Wisst ihr, wie mächtig diese Frage ist? Nos hace dejar de preocuparnos. Wir können dadurch nicht mehr und wir sorgen uns dadurch nicht mehr. Y enfocarte en lo que tienes. Und wir fokussieren uns auf das, was wir haben. ¿Qué pasaría si este año? Was wenn dieses Jahr? Te enfocas en lo que tienes. Du dich darauf fokussierst, auf was du hast. Así que te hago esta pregunta. Also frage ich dich. ¿Cuántos panes hast du? ¿Qué te ha dado Dios? Was hat Gott dir gegeben? Cuando hacemos esa pregunta, wenn wir diese Frage stellen, eso nos lleva a la preocupación, bringt dir nicht Sorge. Eso lleva al trabajo.
sondern Arbeit. Eso me hace ir a buscar. Das macht, dass ich gehe und suche. A preguntar. Und frage. ¿Dónde voy a encontrar pan? Wo werde ich Brot finden? Porque si Dios me está pidiendo pan, doch wenn Gott von mir Brot will, el pan tiene que estar en alguna parte. Wird irgendwo das Brot sein müssen. Si Dios nos está pidiendo este año que Si Dios me está pidiendo este año avivamiento. Wenn Gott dieses Jahr will, dass wir uns auferwecken. Ja. Hay avivamiento en alguna parte. Gibt es irgendwo Auferwecken? Nosotros tenemos el trabajo de empezar a buscarlo. Und wir müssen die Arbeit tun, es zu suchen. ¿Cuántos panes tienes? Wie viele Brote hast du? No permitas que tu enemigo Lass nicht zu, dass der Feind te haga enfocarte en lo que has perdido. Dich darauf konzentrieren lässt, was du verloren hast. Mira cuántos panes te quedan todavía. Schau nach, wie viele Brote du noch hast. Tal vez perdiste tu trabajo. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren. Pero todavía tienes tu mente. Doch du hast noch immer todavía tienes tu creatividad. Dein Gedächtnis und deine Kreativität. Y todavía du hast noch immer die Treue Gottes. Y todavía estás aquí. Und du bist noch immer Así hier. Que cuántos panes te quedan. Wie viele Brote hast du noch? Otra cosa que me di cuenta al revisar esta historia. Noch etwas, was ich bemerkt habe. Y con esto termino. Und damit beende ich die Predigt. El milagro fue panes. Das Wunder war Brote. Y peces. Und Fische. ¿Verdad? Wisst ihr das? Pero Jesús nunca pidió peces. Doch Jesus hat nie Fische verlangt. Léelo cuando llegues a tu casa. Lies es nach, wenn du zu Hause bist. Jesús no pidió peces. Jesus hat nicht nach Fischen verlangt. Él preguntó, ¿cuántos panes tienes? Wie viele Brote hast du? Y mientras buscaban pan, Und während sie Brot gesucht consiguieron haben, peces. Haben sie Fische erhalten. Porque en el proceso de buscar lo que tenemos, Denn während wir suchen, was wir haben, nos vamos a dar cuenta que tenemos más de lo que pensamos. Merken wir, dass wir mehr haben, als wir denken. Mientras hacemos inventario de lo que tenemos, während wir durchsuchen, was wir alles haben, te vas a dar cuenta de que tienes más de lo que necesitas. Wirst du merken, dass du mehr hast, als du brauchst. Te digo que si empezamos este año quejándonos de lo que no tenemos, Wenn wir dieses Jahr anfangen zu jammern, was wir nicht haben, no es el enfoque correcto. Das ist nicht der richtige Fokus. Necesitas empezar a dar gracias a Dios. Du musst anfangen, Gott dankbar zu sein. A ser agradecido por lo que tienes. Dankbar zu sein für was du hast. Buscas y agradeces, und während du suchst und dankst, vas a encontrar el pescado. Wirst du den Fisch finden. Vas a encontrar el extra. Wirst du das extra vas finden. Vas a encontrar más bendición. Wirst du mehr Segen finden. Y cuando lo encuentres, wenn du es findest, cuando encuentres el pan, wenn du das Brot findest, y los peces, und die Fische, y veas el año que viene, und wenn du das nächste Jahr siehst, te vas a dar cuenta que lo que tienes en tus manos, wirst du merken, was das du in no es suficiente. Ist nicht genug. Maria, could you come, please? ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficiente? Hast du dich schon einmal so gefühlt, als wärst du nicht genug? O soy el único. Oder bin ich der Einzige? Siento que no tengo lo suficiente para hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht genügend, um das zu tun, wozu ich berufen wurde. Hacer el esposo que Dios me ha llamado a ser. Zu sein, zu dem Gott mich berufen hat. El padre que Dios me ha llamado a ser. Der Vater zu sein, zu dem Gott mich berufen el hat. Pastor, el líder. Der Pastor, der Führer. O tal vez la persona de negocios que Dios te ha llamado a ser. Oder die Person, die Geschäfte macht. Hay este hueco en nuestro corazón. Es gibt ein Loch in unserem Herzen. Que nos continúa diciendo, no es suficiente. Und es sagt uns, es ist nicht genügend. Y te puedo decir que nunca será suficiente. Und ich kann dir sagen, es wird nie genug sein. Mientras esté en tus manos, während es in deinen Händen ist, nunca siente. Wird es nie genügend sein. Pero creo que Dios nos está llamando. Doch ich glaube, dass Gott uns dazu aufruft, para que tomemos lo que no es suficiente, dass wir das nehmen, was nicht genügend ist, y lo pongamos en sus manos. Und in seine Hände legen. Porque mientras esté en tus manos, denn während es in deiner Hand ist, nunca será suficiente. Wird es nie genug sein. Porque estás tratando de controlarlo. Denn du versuchst es
zu kontrollieren. Y si estos últimos años nos han enseñado algo, und wenn diese letzten Jahre uns etwas gezeigt haben, seguro nos han enseñado que no tenemos el control. Sie haben uns gezeigt, dass wir nicht die Kontrolle haben. Tienes que sacarlo de tus manos. Du musst es aus deinen Händen gehen lassen. Y ponerlo en las manos de Dios. Und in die Hände Gottes geben. Y en ambos milagros. Und bei beiden Wundern. Jesús tomó el pan. Hat Jesus das Brot genommen. Lo bendijo. Gesegnet. Lo partió. Er hat es geteilt. Y luego se lo devolvió a los discípulos. Und er hat es den Jüngern zurückgegeben. Interesante que el milagro de la multiplicación. Interessant, dass das Wunder der Multiplikation no sucedió en las manos de Jesús. Nicht in den Händen Jesus passiert ist. Jesús bendijo el pan. Jesus segnete das Brot. Lo partió. Er hat es geteilt. Y se lo entregó a los discípulos. Er hat es seinen Jüngern gegeben. Y la historia dice que tenían cinco panes. Und die Geschichte sagt, sie hatten fünf Brote. Siete panes la segunda vez. Und beim zweiten Mal sieben Brote. Stell dir die Jünger vor. Con cinco panes. Mit fünf Broten. Teniendo que enfrentar la incertidumbre. Und sie begegnen der Unwissenheit. ¿Cómo estos cinco panes? Wie sollen diese fünf Brote van a alimentar a toda esta gente? All diese Leute ernähren. Quiero que los imagines. Ich möchte, dass du es dir vorstellst. Ellos están pasando. Sie gehen durch. Y entregando. Und geben den Leuten Brot. ¿Cómo estás? Hallo, wie geht es dir? Agarra un pedazo de pan. Nimm ein Stück Brot. No muy grande, por favor. Bitte nicht zu groß. No tenemos mucho. Wir haben nicht so viel. Pero sabes lo que Jesús estaba tratando de hacer con los discípulos. Aber wisst ihr, was Gott mit den Jüngern vorhatte? Lo mismo que estaba haciendo con el pan. Dasselbe, was er mit dem Brot getan hat. Lo bendijo. Er hat es gesegnet, lo partió, geteilt y lo multiplicó. Und multipliziert. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Das möchte Gott mit unseren Leben tun. Él quiere tomarte. Er möchte dich nehmen. Él quiere bendecirte. Dich segnen. Pero también quiere romperte. Doch er möchte dich auch para teilen, que al final, damit du zum Schluss, tu vida pueda tocar la vida de alguien más. Damit dein Leben jemand anderes berühren kann. Y que tú sepas que el pan de vida no es solo para ti. Damit du weißt, dass das Leib des Lebens nicht nur für dich ist. Es para todo el mundo. Sondern für die ganze Welt. Y todo el mundo necesita pan. Und die ganze Welt braucht Brot. Todo el mundo tiene hambre. Die ganze Welt hat Hunger. Y Dios quiere usarte a ti a dar del pan de vida. Damit du das Brot des Lebens al mundo entero. An die ganze Welt. Y a veces, und manchmal es en el partimiento, en la ruptura, während du das Brot teilst, que Dios te va a hacer ver gente que normalmente no ves. Wird Gott dich Leute begegnen lassen, denen du normalerweise nicht begegnest. Gente luchando con ansiedad y depresión. Leute, die vielleicht Depression, an Depression leiden. Lo que está pasando en el mundo. Und sie sehen, was in der Welt passiert. Con ganas de rendirse. Und sie möchten aufhören, aufgeben. Preguntándose. Und sie fragen sich, Gott. ¿Será que todavía tiene un plan? Hat er noch einen Plan? Un propósito para mi vida? Hat er noch einen Plan für meinen Leben? Hoy tú necesitas escuchar. Heute musst du hören. Que hay una promesa que está del otro lado. Es gibt ein Versprechen auf der anderen Seite. Del problema que estás enfrentando. Von diesem Problem, das du momentan gerade vor dir hast. Necesitas recordar. Du musst dich daran erinnern. Que Dios puede tomar un poquito. Dass Gott ein bisschen nehmen kann. Y multiplicarlo. Und es multiplizieren kann. Necesitas recordar. Du musst dich erinnern. Que no puedes rendirte. Dass du nicht aufgeben kannst. Que no puedes renunciar. Dass du nicht aufgeben sollst. Porque hay gente. Denn es gibt Leute. Hay generaciones. Es gibt Generationen. Hay niños. Es gibt Kinder. Que vienen detrás de nosotros. Die nach uns kommen. Y aunque sea difícil. Und auch wenn es schwierig ist. Y aunque estés quebrantándote. Und auch wenn du keine Kraft mehr no hast. No puedes rendirte. Kannst du nicht porque aufgeben. Porque no puedes olvidarte. Denn du kannst nicht que vergessen. Que si Dios lo hizo una vez. Wenn Gott es einmal getan hat. Él va a hacerlo de wird nuevo. Wird es noch einmal tun. No olvides que Dios quiere bendecirte. Vergiss nicht, dass Gott dich segnen que Dios quiere quebrantarte, multiplicarte, er möchte dich para auch que compartas quién es Él, damit du teilst, el wer er pan ist, de vida, das Brot des Lebens, a todo el mundo, die ganze Welt, que tiene hambre, sie haben Hunger, hambre de Dios, Hunger nach Gott. Te voy a pedir que te pongas de pie. Bitte steht auf. Y piensa en esta noche. Und denk heute Nacht.
las veces que Dios ha sido bueno y fiel contigo. Wie oft Gott gut und treu zu dir war. Recuerda todas las veces que Dios ha obrado a favor de ti. Erinnere dich daran, wie oft Gott Wunder in dein Leben vollbracht hat. Vamos, recuerda. Erinnere dich daran. Y cuando lo recuerdas, empieza a alabar y a agradecer a Dios. Und wenn du dich daran erinnerst, lobe und preise ihn währenddessen. La alabanza y el agradecimiento de lo que Dios hizo en el pasado. Den Lob und den Lobpreis, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Nos va a abrir la puerta a un nuevo año bendecido. Wird uns die Tür zu einem neuen gesegneten Jahr öffnen. Vamos. Alaba a Dios por lo que él ha hecho. Preise den Herrn für was alaba er getan a Dios hat. Por las veces que él ha obrado en el pasado. Preise den Herrn für das, was er in der Vergangenheit levanta getan hat. Tu voz y empieza a agradecerle. Erhebe deine Stimme und danke ihm. Vamos a empezar este nuevo año. Fangen wir dieses neue Jahr an. Recordando la fidelidad. Uns zu erinnern an die Treue. Y la bondad. Und die Güte. Y los milagros. Und die Wunder. Y que él ha sido bueno. Dass er gut war. Y que él seguirá siendo bueno. Er wird noch immer y que gut seguirá sein. Siendo fiel. Und er wird noch weiterhin treu sein. Señor. Herr, gracias. Danke. Por tu fidelidad. Für deine Treue. Por tu bondad. Für deine Güte. Por los milagros. Für die Wunder. Por las sanidades. Für die Heilungen. Por tu provisión. Für deine Provision. Gracias. Danke. Gracias. Danke. Hoy no voy a quejarme de lo que no tengo. Heute werde ich nicht jammern über das, was ich nicht habe. Pero voy a buscar que tú ya has puesto dentro de mí. Was du in mir mich getan hast. Y te lo entrego a ti. Und ich gebe es dir. Para que tú lo bendigas. Damit du es segnest. Para que tú lo multipliques. Damit du es multiplizierst. Y que podamos bendecir a más personas. Damit wir mehr Personen segnen können. Con el pan de vida. Mit dem Brot des Lebens. El pan de vida eterna. Das Brot des ewigen Lebens. Si tú estás aquí esta noche, wenn du heute Nacht hier bist, y por alguna razón hay preocupación en tu corazón, und aus irgendeinem Grund gibt es Sorge in deinem Herzen, acerca del futuro, wegen der Zukunft, acerca de lo que va a pasar el próximo año, oder was nächstes Jahr passieren wird, yo te invito a que pases adelante, queremos orar por ti, lade ich dich ein nach beten, una palabra de bendición, und wir möchten dich segnen, que te haga entrar al próximo año, damit du nächstes Jahr, sabiendo que tu vida está en manos de Dios, weißt, dass dein Leben in Gottes Händen liegt. Así que si estás aquí y necesitas oración, also, te pido que pases adelante, und Gebet, ein Gebet brauchst, dann komm und wir beten für dich heute. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living home. Your presence, Lord.
sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence. Become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, your presence, Lord. Your presence. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Estamos llegando al fin. Wenn es noch jemand hier gibt, der gerne Fürbitte haben möchte, der Altar ist immer noch offen. Si hay alguien más que quiere oración. Vielen herzlichen Dank, Pastor Carlos, für das sehr ermutigende und wichtige Wort. Muchísimas gracias, Pastor Carlos, por la predica tan buena. Halleluja. 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 Was wir haben, das können wir in die Hände Jesus geben. Amen. Lo que tenemos, se lo damos. Und er wird das vermehren und das wird zum Segen für viele, viele Menschen werden. Será bendición para muchas personas. Halleluja. 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 Das normale Gemeindecafé, das wir normalerweise nach unseren Gottesdiensten haben,
El café que normalmente usamos después del servicio wird heute nicht offen sein, hoy no estará abierto, weil wir alle Kräfte brauchen, um alles für die Feier herzurichten. Porque necesitamos a cada mano para preparar la fiesta. Wenn du bei der Feier dabei bist, si estás ahí en la fiesta, und du hast noch nicht deine Aufgabe bekommen, y aún no te han dado kannst du dich algo endlich Pastor Carlos melden. Puedes ir a donde el Pastor Carlos. Sollte es noch einzelne Personen geben, si hay algunas personas, die sagen, ihr möchtet auch dabei sein, que dicen que quieren dann bitte zum Johannes Unason gehen und auch für die Feier dann zahlen. Dann kannst du auch dabei sein. Ja? Pueden pagar y ser parte de la fiesta. Und es wird eine schöne Feier werden. Y va a ser una linda fiesta. Sonst wünschen wir alle, die hier nicht bleiben, einfach Gottes Segen für das kommende neue Jahr. Les damos, bendecimos a cada uno de aquí por el año que viene. Nächsten Samstag gibt es wieder zwei Gottesdienste. El otro sábado va a haber Jesus Zentrum dos servicios. Um 16 für die Latinos um 19 Uhr. Jesus Zentrum a las 4 y los Latinos a las 7. Amen. So, wir freuen Amen. Uns, dass ihr alle da wart. Wir wünschen euch alle Gottes Segen. Los bendecimos y estamos und muy contentos de que die están Feier aquí. Wird so ungefähr in einer Stunde beginnen, um 21 Uhr. Y la fiesta empieza más o menos una hora. Meldet euch oder schnappt euch ein bisschen Luft und dann sehen wir uns wieder in einer Stunde. Dann geht die Feier los, okay? Tomen receso Gottes y nos vemos vielen en una herzlichen hora. Dank, alle Musiker. Bendiciones, Amen. Gracias por los músicos. Oh, behüte dich, lass ein Stimm und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen, 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 Amen. Dios te Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend. Wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. It is building, it is building, it is building, it is building.
Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sei gnädig mit dir, dein Angesicht sei dir zu.